Das ist ja so austauschbar. Hallo ihr Lieben, heute geht es um das zweite Lösungsverfahren von linearen Gleichungen. Beim letzten Mal hatten wir das Gleichsetzungsverfahren und in dem Video geht es um das Einsetzungsverfahren. Hier eine kurze Erinnerung an die Bedeutung von dem Gleichheitszeichen und in dem Fall vielleicht schon ein bisschen der Unterschied zwischen dem Gleichsetzungs- und das Einsetzungsverfahren, weil irgendwie ist das schon sehr stark miteinander verwandt. Wir haben hier zwei Sätze. Ich mag Mathe und Mathe ist super. Vielleicht könnt ihr dem nicht zustimmen. Da habe ich einen Trick, weil Mathe ist ja das beste Fach der Welt. Und das habt ihr ja schon gesehen, dass wenn hier dieses Gleichheitszeichen steht, kann ich, wenn hier Mathe steht, auch das hinschreiben. Das ist quasi das Gleiche. Also das Gleiche. Das bedeutet, diese Sätze hier, ich mag Mathe, kann ich auch einfach austauschen. Dazu ersetze ich einfach Mathe mit dem besten Fach der Welt. Und ich glaube, dem Satz könnt ihr vielleicht schon zustimmen. Ich mag das beste Fach der Welt. Was das natürlich ist, kann natürlich bei jedem verschieden sein. Der Unterschied zwischen den Gleich- und Einsetzungsverfahren sieht man tatsächlich dann am Beispiel nochmal viel besser. Aber wir sehen es hier schon angedeutet. Beim Gleichsetzungsverfahren haben wir einfach zwei Teile aus einer Gleichung gleichgesetzt. Beim Einsetzungsverfahren nehme ich hier eine Gleichung, die habe ich nach Mathe aufgelöst quasi. Und hier habe ich die zweite Gleichung, Mathe ist super, oder den zweiten Satz, ich mag das beste Fach der Welt. Und dann habe ich den ersten Satz gar nicht verändert oder gleichgesetzt, sondern ich habe hier einfach gesagt, ich mag das beste Fach der Welt. Das heißt, ich habe hier die Alternative für Mathe eingesetzt. Das heißt, auch den Satz können wir einfach getrost ändern, indem wir Mathe löschen und stattdessen das beste Fach der Welt schreiben. Rechtschreibtechnisch ist das zwar jetzt nicht mehr ganz korrekt, weil das D klein geschrieben ist. Das muss ich jetzt aber so lassen, weil ich es ja eingesetzt habe. Aber schauen wir uns das Ganze am Beispiel an. Wir haben jetzt hier ein Beispiel und die Besonderheit bei dem Beispiel ist, dass wir eine Gleichung schon nach x umgestellt haben. Das heißt, hier bietet sich das Einsetzungsverfahren besonders an, weil ich im Prinzip einen Teil der Arbeit schon erledigt habe. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr könnt trotzdem das Gleichsetzungsverfahren nehmen und hier das nach x umstellen. Macht jetzt auch nicht so viel Arbeit, aber in dem Fall können wir sagen, okay, ich habe ja hier schon mein x und ich habe hier den Teil, den ich für x ersetzen kann. Und das heißt, ich kann jetzt hier die erste Gleichung in die zweite Gleichung einsetzen. Und das sieht dann so aus, dass ich eben statt dem x 2x minus y hinschreibe und der Teil hier, den übernehme ich einfach. Also aus dem x hier habe ich 2y minus 7 gemacht, weil das darf ich ja hier ersetzen. Also ob ich das x hinschreibe oder das, spielt ja keine Rolle. Ja, und das Ganze kann ich natürlich wieder lösen. Auch hier seht ihr wieder die Kleinigkeit. Ich habe natürlich mir eine Gleichung ausgesucht. Welche ist hier wieder egal? Da ich das hier nach y ausgewählt habe, habe ich hier gleich mal die erste Gleichung genommen, weil dann brauche ich das bloß ausrechnen. Ich muss es also nicht nochmal irgendwie umstellen. Und für die Probe nehme ich wieder die andere Ausgangsgleichung, die ich hier eben nicht verwendet habe. Also wenn ich hier 1 nehme, nehme ich hier 2. Und wenn ich hier 2 nehme, nehme ich hier 1. Das Ganze geht natürlich hoffentlich immer auf. Und dann habe ich die Lösung 13 Drittel und 17 Drittel. Und das war das ganze Einsetzungsverfahren. Ist also auch nicht wirklich schwierig. Es gibt natürlich auch in dem Verfahren einfach ein paar Stolperfallen, auf die ich euch gern vorher hinweisen möchte. Hier haben wir jetzt einen Fall, der ist erstmal ganz normal. Und man würde vielleicht nicht auf den Gedanken kommen, dass ich hier das Einsetzungsverfahren nehme. Das wäre hier zum Beispiel die zweite Variable. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt einfach minus y. Und dann habe ich ja hier 14 minus y ist gleich x. Ihr seht also, es spielt auch keine Rolle, ob hier das x auf der rechten oder der linken Seite ist und würde jetzt diesen Term hier einsetzen in die erste Gleichung. Und hier die erste Stolperfalle. Und zwar haben wir jetzt hier ja den Fall, dass wir dieses x einfach einsetzen würden und hier oben steht zweimal davor. Und jetzt passiert es eben häufig, dass ich einfach für das x 14 minus y hinschreibe. Und dann die minus y von hier oben ist gleich 13. Und dann denke ich, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Problem an der Geschichte ist dieses Mal hier. Das heißt, hier haben wir jetzt den Fehler gemacht, dass wir einfach keine Klammern gesetzt haben. Punktrechnung geht vor Strichrechnung und ich multipliziere ja 2 mit dem kompletten Ausdruck x. Und der Ausdruck x ist 14 minus y.
Wenn ihr das also macht, sicherheitshalber beim Einsetzungsverfahren, empfehle ich euch immer, die Klammer zu setzen und dann zu gucken, wie kann ich die Klammer lösen. Also kann ich es einfach weglassen, wenn ein Plus davor steht, oder muss ich hier nochmal das Distributivgesetz anwenden, also 2 mal 14 und 2 mal minus y rechnen. Ich löse dann natürlich die Klammer auf und der Rest geht wie üblich. Ihr seht also, wir kommen zur Lösung. Es gibt ja noch eine zweite Lösung und auch die möchte ich euch nicht vorenthalten oder eine zweite Möglichkeit. Dafür spulen wir das Video ein bisschen zurück. Und zwar habe ich mich ja an der Stelle entschieden, nach x aufzulösen, so dass das x auf der rechten Seite alleine steht. Ist genauso gut, kann ich das nach y auflösen, auch das ist kein Problem. Also ich müsste hier einfach nur minus x rechnen. Und wenn ich jetzt das Einsetzungsverfahren wähle, dann ersetze ich dieses y in der oberen Gleichung mit dem Ausdruck, den ich hier habe. Und wir haben schon gelernt, wir wollen sicherheitshalber Klammern setzen. Und wir sehen jetzt auch hier, warum das sinnvoll ist, Klammern zu setzen. Lasse ich die Klammer weg, würde jetzt die Minus nur vor der 14 stehen und das hier hinten, das Minus x, würde einfach stehen bleiben. Hier bin ich zumindest nochmal gezwungen, auf die Klammer drauf zu stehen und denke hoffentlich dran, mit dem Minus vor der Klammer, da schrillen alle meine Alarmglocken und es kommt wieder meine Eselsbrücke zum Tragen, steht ein Minus vor der Klammer, dreht sich um der ganze Jammer. Das heißt, die 2x kann ich hier hinschreiben und hier minus 14 plus x hinschreiben. Und das ist eben genau der Punkt. Statt dem Plus ein Minus macht ein anderes Ergebnis. Wenn wir das aber haben, geht es weiter wie bisher. Ihr seht also, es spielt erstens keine Rolle, wir kommen auf die gleiche Lösung und wir sehen natürlich zweitens, ihr habt jede Menge Möglichkeiten hier vorzugehen, was natürlich die Korrektur etwas schwierig macht, aber das sagt euch auch, nehmt einfach den Weg, mit dem ihr euch am wohlsten fühlt und wo ihr euch sagt, da seid ihr euch sicher. Ansonsten war es für das Video, es gibt noch ein Verfahren, das stelle ich euch im nächsten Video vor und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Video.